Meine Lieben, na? Also wir hatten vor 3 Monaten eine sehr, sehr gute Idee. Rob hat ja seine eigenen Chips und ich habe mir so überlegt, wieso mache ich das nicht eigentlich auch? Einzelhandel bringt gutes Geld und so. Und da ist uns eine echt gute Idee gekommen. So, meine Idee ist eigentlich gewesen, dass wir eine Chipsorte kreieren, die so crazy ist, die so viel Flavor hat, dass die Rob Chips komplett vom Markt gefegt werden. Dass wir Deutschlands erstes Chips-Monopol errichten. Doch im Endeffekt hat sich halt herausgestellt, dass das deutlich schwerer ist, so einen Chip zu entwickeln, als man gedacht hat. Zuerst braucht man ja irgendwie ein Verpackungsdesign. Das hat dann Niklas, unser Grafiker und Cutter, entwickelt, damit wir halt auch irgendwie das Produktdesign auf der Grafik halt, dass es sich halt irgendwie verkauft. Wir brauchen was Uniques und irgendwie ist dann das dabei rausgekommen. Nein, Kevin, pass auf, du weißt ja, dass ich Unternehmer bin. Ich habe ja Merchandise, habe ich keine großartigen Produkte oder sowas. Ich habe jetzt ein eigenes Produkt rausgemacht und ich will wissen, was du davon hältst. Das ist jetzt nur das Produktdesign erstmal. Revis Crazy Chips. Ja. 100% Bio-Kartoffeln. Ja, also ich, weil halt bei Rob das mit den Chips geistkrank funktioniert hat, ich will da halt Chips-Kartons tatsächlich machen. Aha. Die liegen halt, also das ist nur das Produktdesign so. Okay, das ist natürlich nice auch für Lieferungen, ne? Ja, richtig. Das spart man halt. Die liegen halt quasi so in so Reihen drin. Ja. Okay, hier ist ein Bild von einem Chip, der so Streusel drauf hat. Ja, ist ein Sweet Chips, ist ein süße Chips einfach. Das Salz mit süß. Also ja, so süß, genau. Und Salz, wie Salz, genau. Süßiges Pop. Hast du vergessen wahrscheinlich da. Ja. Ich weiß gar nicht, in wie viel Prozent ihr das ernst? Na, wie findest du das Design? Scheiße. Warum? Weil dein Gesicht da super wack ausgeschnitten ist. Aber die sind von Guthof. Gib's dir an. Ja, gut, Kevins Reaktion war jetzt nicht so überzeugend, aber wir waren uns trotzdem ziemlich sicher, dass diese Chips die Welt des Gourmet-Chips-Essens verändern werden. Und irgendwie braucht man ja auch, sag ich mal, den ersten Tester, also sowas wie eine Produktdemo irgendwie. Die haben wir natürlich gemacht und dafür braucht es eine Präsentation. Wir haben eine richtig geile PowerPoint für Rob erstellt und wollten eigentlich mal seine Meinung dazu wissen, weil wenn jemand was über Chips weiß, dann natürlich er. Das Problem ist natürlich, man kann halt nicht in 3 Monaten eine komplette Produktion aufstellen und irgendwo Chips importieren lassen und die backen lassen und so ein geiles Produkt machen, wie Rob das hat. Deshalb, keine Ahnung, haben wir einfach fertige Chips aus dem Supermarkt gekauft und da Zuckerstreusel mit Zuckerguss drauf gemacht. Sind ja crazy. Chips. Das Problem an der Sache ist, dass Rob jetzt tatsächlich in 20 Minuten schon da ist und ich die Präsentation bis jetzt noch nicht gesehen habe und es wird allerhöchste Zeit, sich das Ding mal reinzuziehen. Normales, langweilig, crazy ist besser. Das kannst du dir merken, oder? Ja. Wie findest 100% Bio. Sieht man, dass es echt ist? Ja. Okay. Normale Chips sind langweilig und wir trauen etwas Neues. Jeder kennt es, der Blick in das Chipsregal, alle Chips schmecken wirken gleich. Man kann sich für eine bestimmte Marke halten, weil alles gleich wirkt und gleich schmeckt. Ja, und dann kam halt der Moment, wo die Dinge halt unter höchsten Hygienevorkehrungen professionell produziert worden sind. Ich habe sie das erste Mal probiert und die sind marktreif. Guck mal, das drippt so ein bisschen. Ah. Ja, so muss ich. Ich glaube, der will die eh nicht alle aufessen, habe ich irgendwie. Doch, die sind lecker. Sonst kommt die Magic. Guck dich das ja, an. Ja, du kaufst auch ein Auto, das sieht nicht aus wie auf dem Bild, ne? Ja, aber du kaufst ja, keine starken Streusel und hast dann auch immer Sterne oder was? Die Crazy Chips. Meinst du, Rob wird sagen, dass sie geil schmecken? Rob wird uns das einfach niemals abkaufen. Ich hab den. Chef probiert jetzt endlich. Es ist Banger, oder? Ja, und dann kam natürlich der große Moment, dass Rob irgendwie kam und jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für die Reaktion von ihm. Viel Spaß dabei. Ich habe, also wir fahren gleich nach Verstecken spielen. Mhm. Ich habe aber auch noch was anderes, was ich dir zeigen möchte. Hast du einen Film gedreht? Nee, ich habe was Eigenes quasi auf den Weg gebracht. Okay. Und ich will dann einfach wissen, was du davon denkst. Ja, let's go. Ich bin low-key ein bisschen aufgeregt so. Echt? Ja, also irgendwie, ist es jetzt Prank oder ist, kommt nein, jetzt nein, wirklich nein, nein, was? Nein, 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 okay. Also die anderen sind ja erst um 5 da, deshalb, keine Ahnung, also wir treffen uns gleich direkt da. Aber ich will das jetzt einfach nur ganz kurz zeigen. So. Ist das mein Platz? Das ist dein Platz. Boah, krass. Ja. Bro, ich weiß nicht, ich bin so nervös, Mann. Guck mal, das Ding ist, okay, nur dass du, nein, dann lach bitte nicht, nur dass du es kurz checkst. Ich weiß nicht. Was ist denn los? Du lachst wie so ein Psycho. Und wir sind ja schon überlange so korrekt und befreundet cool, so miteinander so. Deshalb bedeutet mir deine Meinung da halt auch echt viel. Okay. Oh, fuck, Bro. Ich bin aufgeregt als du. Gearbeitet haben, Alter. Du kannst es, du ahnst nichts, oder? Ich, ein Videospiel? Nein. Hey. Okay, pass auf. Bruder. Ist jetzt ernst? Ja. Nein, oder? Echt? Ich will eigene Chips rausbringen. Okay. Aber ich will das halt direkt mit dir abchecken und abklären. Aus Gurkenscheiben oder sind das Kartoffeln? Das sind tatsächlich Kartoffeln. Okay. Allerdings sind das tatsächlich komplett Sweet Chips. Also die sind sehr süß. Okay. Und haben einen komplett anderen Geschmack. So dass, also das, siehst ja, dass es halt auch ein Mockup ist so. Zeig es mir, scroll mal durch. Obviously ist es halt ein Mockup so. Ja, keine Ahnung, wir haben halt so das Slogan, normal und langweilig crazy ist einfach besser.
scheiße. Nee, ich find's so cool. Safe Call, mach weiter. Komplette Verarbeitung und sowas, Kartoffeln, weißt ja selber, wie stressig ist alles halt aus Deutschland und so. Okay. Ja, und eigentlich, es ist halt nur so ganz kurz zusammengefasst quasi. Ich bin so aufgeregt, ne? Ich finde das so dumm, Alter, wirklich. Okay, normale Chips sind langweilig, wir trauen uns was genau, Neues. Genau, halt, du kennst es so, du stehst vorm Chipsregal, du guckst halt rein, es ist immer das Gleiche so, kein Plan, alles ist so salzig und irgendwie nichts Besonderes so, wir wollen halt was komplett Neues machen, wir haben halt Süßtipps mit so Flakes drauf. Also, halt was ist euer USP? Der USP ist einfach der Geschmack tatsächlich. Also, dass die halt einfach sehr, sehr süß sind. Das sind von Dingen normale Chips. Mhm. Die sind nicht zu fettig, die sind halt einfach süß. Mhm. Und wir wollen halt auch mal welche, die so, kennst du das von früher, wenn du so im Hals so knisterst? Nicht zu fettig, das heißt, ihr frittiert nicht in Olivenöl, Sonnenblumenöl, sondern backen. Die werden halt gebacken. Okay. Genau. Und das ist halt, kennst du das, wenn du früher diese Chips gegessen hast, wo es geknistert hat im Hals? Diese Knisterbrause. Ja. Sowas halt soll halt auch noch kommen. Soll halt einfach so ein bisschen was Verrücktes werden. Da haben wir übrigens auch Kontakte zu Leuten, die sowas herstellen. Ja, wir haben das quasi auch mit Leuten schon auf den Weg gebracht, so ein bisschen. Ja, und die sind halt dann Penny-Kaufler und Aldi haben wir gerade jetzt. Ah, das wird schwierig. Warum? Ja, weil Discounter und Kaufland zusammen. Wenn ihr das wirklich hinbekommen habt, dann Respekt. Ja, weil halt Discounter, weil die sollen halt super günstig halt auch tatsächlich sein. Ja, also man kommt da nicht so einfach rein. Oder eher gesagt, man muss sich entscheiden. Okay, Bro, pass auf. Ich will jetzt einfach mal, dass du eine davon probierst, okay? Okay. Ich habe eine Packung hier, aber das ist ja die besondere. Mhm. Wir haben keine Tüten, sondern wir haben Kartons. Okay. Und das hat, wie gesagt, also das Design so. Mhm. Und... Es sieht sehr cool aus, finde ich cool. Ich finde es halt, guck mal, das Ding ist halt, alle haben halt so, keine Ahnung, wir haben halt gedacht, weil halt die Leute mein Gesicht kennen, sodass wir jetzt einfach quasi halt drauf machen. Das ist aber halt auch noch so Mockup-mäßig halt, weißt du? Die kommen halt zielt an, wie du siehst. Und Präsentation ist halt geil, weil du hast die quasi halt so drin liegen, weißt du, was ich meine? Oh, Digga, ist das ekelhaft. Es klebt, es stinkt. Ist halt süß. Ja, mega. Darf ich probieren? Ja, klar, gerne, Bro. Wie findest du sie? Mega. Findest du gut? Unglaublich. Ja? Also damit wirst du wirklich in jeden Kaufland und in jeden Aldi und in jeden Penny kommen. Meinst du ehrlich jetzt? Ja. Ja. Ist das noch ein Kaugummi hier? Also die sollen halt auch... Wieso läuft was raus? Für eine Millisekunde habe ich vielleicht geglaubt. Eine Millisekunde. Du bist dumm, Digga. Ja, außer Frage. Bro, wann hast du nicht mehr geglaubt? Bei dem Logo schon. Ihr habt nichts zu tun, ne? Ihr mietet euch eine 100.000 Euro Halle an. Und macht immer sowas. Ey, der Ansatz war sogar irgendwie cool, muss ich sagen. Mit dem Karton? Ja, wieso nicht? Wer weiß, wenn wie auch immer das Innenleben aussieht, aber hatte was. Aber findest du es wirklich ekelhaft, muss ich ehrlich sagen? Ja, Bro, das ist das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Kennst du nicht, wenn du sowas Süßes isst und da ist so ein bisschen Salz drin, das unterstützt das? Nein. Also der ganze Aufwand dafür, dass wir eigentlich hier Shoutout an dich geben können für die besten Chips in Laden. Oh, den besten Markt. Kauft euch auf jeden Fall Rob's Chips und nicht die Dinger, weil die machen Durchfall. Habt ihr noch eine zweite Packung produziert? Dann könnte man die verlosen. Wir haben, glaube ich, noch eine Packung, oder? Ja. Okay. Schreibt uns in die Kommentare, warum ihr eine Sonderedition haben wollt mit Rob's und meinem Autogramm. Das Ding ist halt auch normales langweilig crazy ist besser, aber ich will einfach nach Pops. USP. Ja, Mann. Perfekt. Aber ja, wie gesagt, checkt die echten Chips aus von Rob's Originals, so wie Chips sein sollten. Ja, haut rein, bis nächstes Mal.